Ja, und da sind wir auch schon beim nächsten Mal. Haha, willkommen zurück bei Folge 14. Ja, genau. Wie ihr seht, sind wir natürlich wahnsinnig weitergekommen, insbesondere mit unserem Hausbau und mit allem anderen auch. Was wir jetzt nämlich brauchen, sind noch Kisten, weil wir sind hier so ein bisschen. Genau, einmal brauchen wir da ein bisschen mehr. Auf jeden Fall, weil mittlerweile, auch wenn unsere Felder doch sehr dürftig im Wachstum sind, müssen wir trotzdem ganz ehrlich sagen, genau, das packen wir mal da rein. Genau, wo ist denn unser. Ja, und. Genau. Oder ja, pfeifen kann ich auch, das klingt wunderbar. Das hat noch nie funktioniert, junger Mann. Das ist sinnvoll. Genau, hier können wir nämlich eine Truhe machen mit Dingen noch, ne? Zusätzlich zu dem hier, dass wir sagen, wir haben so eine Truhe mit Sachen. Ja, ich glaube, wir sammeln auch, oh, könnte man schon mal behaupten, so leicht manchmal auch schrottige Sachen. Aber ist egal. Wichtig ist auch im Schrottbereich, dass wir ihn besitzen. Genau, und deswegen gucken wir jetzt mal. Kohle haben wir jetzt doch ein bisschen. Das müsste eigentlich erstmal reichen. Da haben wir 13. Es ist eigentlich nicht schlecht. 13, 2, nee, 3, nee, 4, ne? Das habe ich vergessen. Ist egal. Auf jeden Fall, wir haben ein bisschen, wir haben Kohle. Einen Haufen. Ja, und um die Spannung zu halten beim Burlap, stecken wir wieder an der Tür fest, sobald wir den holen wollen. Genau, jetzt gucken wir mal, wie viel kriegen wir denn? Und das sind 8. Und das sind 16. Wow. Mathematik, bisher 3 plus. Zumindest im Zählen. Genau. Ey, der Baum ist gewachsen. Hey, spontan aus dem Boden gesprungen. Und unser Schaf ist noch da. Jawohl, Beb. Du starrst auf einen Dirthaufen. Dummes Schäflein. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Also unsere, ich wollte sagen, unsere Tigerfalle. Wow. Unsere Tierfalle natürlich. Funktioniert. Das finde ich sehr, sehr gut. Auch mit den. Oh, schade, kein Huhn. Ich hätte gern Huhn. Ja, schade. Auch mit den. Nein, noch nicht 66%. Wir müssen noch warten. Das macht uns natürlich ein bisschen kirre. Ja, hey, unser schickes Haus. Guck mal, das sieht. Wow, sieht das schlecht aus. Ja. Merkwürdigerweise von innen geht es eigentlich. Wenn wir jetzt mal ein Dach hätten, was ja sinnvoll wäre. Haben wir aber noch nicht. Von daher müssen wir uns da noch einen Moment gedulden. Holz haben wir eigentlich schon ein bisschen was. Müssen wir mal gucken. Ja. Wir haben immer noch nicht so viel Eichenholz, glaube ich, 32 Logs irgendwie nur. Das ist jetzt nicht die Masse. Genau, das können wir da reinpacken. Brauchen wir nicht. Ja, das können wir da reinpacken. Genau, unser Knöchelchen. Okay, jetzt wollen wir mal gucken. Wie viel haben wir denn jetzt? Jap. Und nochmal 4. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Genau, sind nämlich 6 plus 4 sind 10. Ja. Also wie ihr seht, da hat doch mal einer in Mathe aufgepasst. Und jetzt machen wir natürlich. Vollkommen natürlich machen wir jetzt uns einen zweiten Atlas. Damit wir, wenn wir den nochmal verlieren, oder was natürlich äußerst ungewöhnlich ist, was eigentlich nie passiert, sterben sollten. Genau, haben wir nämlich unseren Ersatzatlas. Ja, und das Tolle ist ja bei dieser Atlasnummer hier. Ich hätte gerne einen dabei und einen im Fach. Obwohl, seht ihr? Ja, sehr gut. Was mache ich ja gerade wieder? Ja, ein bisschen Unsinn, ne? Mit der Tastatur. Genau, exakt gleich, ne? Ja, sag ich doch. Ja, wunderbar. Weil das ist das Schöne halt, dass der zweite Atlas jetzt all die Abenteuer mit aufnimmt. Also beim Kartografieren unserer Minecraft-Welt, das Ganze übernimmt. Das finde ich sehr positiv. Ja, das heißt, sollten wir im allerseltensten Fall, wie gesagt, was meiner Meinung nach gar nicht passieren kann, aufgrund der Tatsache, dass wir so brillant sind, doch nochmal sterben. Also in diesem ungewöhnlichen Fall. Hey! Aha, unser erster Backpack. Ja, wir haben einen Rucksack. Den packen wir jetzt mal hier rein. Ne, das Leder packen wir da rein. Ich blöd, Mann. Genau, das nehmen wir mit. Und jetzt müssen wir nur noch ein bisschen mehr Leder und Burlap finden.
Und ich würde sagen, Atlas anstelle 5, bitteschön. Danke. Wir leiten hier nochmal aus. Mein Gott, was ist denn los heute? Das gibt's ja gar nicht. Wir leiten hier mal aus. Mein Gott, wie blöd muss man denn sein, um so einen Satz rauszuhauen? Wow. Wir leuchten das Haus etwas besser aus. Das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Und Essen. Nein, bleib bitte offen, Dankeschön. Aber keiner sollte rein. Wobei wir haben ja gesehen, dass auch ein Creeper, der vorm Haus steht, eine Sekunde später im Haus ist. Also keine Ahnung, ob der sich porten konnte. Vielleicht hat der Adminrecht auf meinem eigenen PC, das weiß ich ja nicht. Und dann auf einmal bei uns im Haus stand und mich dann versucht hat wegzusprengen, die kleine Creeper-Sau. Genau, okay. Machen wir doch mal ein Nickerchen. Ich habe gedacht, Nickerchen, genau, ich habe gedacht, da kommen jetzt doch ein paar Skelette oder so spontan auf uns zu. Stehen wir mitten im Fenster? Kann das sein? Und da unten ist eine Strömung. Jo. Da müssen wir mal gucken. Das müssen wir mal ändern. Wieso ist da eine Strömung? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da eine Strömung. Das Bett vielleicht anders hinstellen, aber dass wir dann beim Aufstehen natürlich durchs Fenster fliegen, halte ich jetzt nicht für eine gute Lösung. Nachdem wir gesehen haben, dass ein Creeper auch schon mal bei unserem Bett stand und uns gesprengt hat beim Schlafen, halte ich das jetzt nicht für eine sinnvolle Idee, morgens aufzuwachen und dann erstmal aus dem Fenster zu fallen. Was ich auch für ungewöhnlich halte. Also ist mir jetzt persönlich in der Form noch nicht passiert. Genau. So, haben wir denn ein bisschen Dirt? Genau. So, ich war jetzt einfach mal ruhig für einen Moment. Und wir gucken jetzt nochmal. Yep. Dass wir ein wenig Holz kriegen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. C'est le wood. Okay. Ja, wir werden jetzt mal so einen roten Baum nehmen, weil ich will natürlich gucken, dass wir das Haus so ein bisschen schön bauen. Allerdings, wie gesagt, wäre mir natürlich jetzt lieber, wir hätten schon längst unsere Tinker-Axt, weil dann würden wir einmal unten gegen den untersten Lock einfach mal so richtig gegenhämmern. Und dann wird der ganze Baum in sich zusammenfallen. Jetzt müssen wir natürlich von oben uns nach unten durcharbeiten, was unheimlich viel Spannung verursacht im Spiel an sich. Das müssen wir jetzt ganz ehrlich sagen. Also es wird jetzt wow, aufregend. Ja. Aber wir sind schon oben. Okay, dann können wir uns hier runterarbeiten und mal gucken, wie weit wir da. Ach, guck mal, unser Haus. Hey, nach unten kommen. Und wir sehen immer noch keine Insel, was ich äußerst schade finde, um ehrlich zu sein. Ja. Hey. Komm. Schauen wir mal. Weiter, genau. Und runter. Eins, zwei. Und. Jep. Nee. Müssen wir noch tiefer, oder? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Es geht. Oh, ich hoffe, man hat mich gehört. Ich saß jetzt ein bisschen weiter zurück. Ich hoffe, das hat geklappt. Wenn nicht, ist ja egal. Wir haben auch schlechte Bildqualität. Warum sollte der Ton besser sein? Okay, gucken wir mal. Ja. Da haben wir doch. Ja. Das ist nicht so rot, wie ich jetzt eigentlich gedacht hätte. Dass das innen drin wäre. Müssen wir gleich mal gucken, wie das aussieht, weil ich hätte es gerne etwas röter, also tieferen, satteren Rotton in dem Holz, finde ich dann schon etwas spannender. Weil wir haben ja dieses
Junglewood, was ja so eine ganz, ganz leichte, gleichte Mischung aus, weiß ich nicht, rot, rosa ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr heller, rötlicher Ton, sagen wir es so. Oder doch lila, egal. Auf jeden Fall würde das, glaube ich, nicht dazu passen, wenn wir das jetzt dann... Aber müssen wir gleich mal gucken, vielleicht passt es ja doch. Oder wir ändern einfach das Junglewood und nehmen das raus, ja. Wir sind also schon in der gedanklichen Bauphase fortgeschritten, was unser Haus im Moment angeht. Ja, das klappt ja eigentlich super, ja. Guck mal, ja. Guck mal. Wenn man sich mal Mühe gibt, ne, wenn man sich mal Mühe gibt, ist es doch mal gar nicht so schlecht. Ich sag mal, besser als die kleinen Eichenholzbäumchen und so Oakwood Trees. Die sind ja wirklich, wow, da kriegst du immer so drei Holzblöcke raus. Und dann hat sich das Ganze schon erledigt, ja. Genau. Was natürlich ziemlich nervend ist, weil, wie gesagt, wir hatten ja jetzt schon genug Bäume gepflanzt, aber musste halt wechseln. Da wächst ja gleich noch was nach. Das ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Genau. Okay. Okay, dann machen wir jetzt erstmal ein gutes Nächtle und wollen wir aufwachen, ja. Ja, wenn das jetzt hoffentlich mit Überblendung geschehen ist. Oh, Musik kommt wieder, sehr schön, sehr schön, ja. Ich habe also jetzt noch einen großen, wie ihr seht, einen großen Baum gefällt. Hab da allerdings zwischendurch, muss ich ganz ehrlich sagen, mal, ja, das haben wir jetzt nicht gesehen, glaube ich. Das ist, ja, das waren die anderen. Waren definitiv die anderen. Das habe ich ganz genau gesehen. Die kamen hier gerade vorbei, während ich geschlafen habe. Und haben das da, also die haben das da. Und auch gemacht. Jawohl, haben sie auch, ja. Genau, ich habe das mal so ein bisschen pausiert, weil ich ja jetzt mit der normalen Axt da einen riesen Mammutbaum gefällt habe. Und ich habe gedacht, den jetzt noch mal 10 Minuten zeigen, wie ich den niederringe mit meiner diamantenen Axt. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Deswegen hoffe ich, dass ich da eine Überblendung irgendwie reinpacke, weil ich habe wirklich pausiert und erst wieder... Oh, guck mal. Und nochmal. Ja, und sogar ein Leder dazu. Sehr gut. Ja, das brauchen wir nicht ehrlich. Ehrlich nicht. Ja, hat super funktioniert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, natürlich. Klappt immer gut. Ja. Auf der einen Seite wünscht man sich ja immer bei Minecraft... Müsste nicht unser letzter Burlap-Lappen hier... Ja, wir müssen nochmal Burlappen. Wie viel haben wir denn nochmal gekriegt? Hä? 53? Hä? Ach nee, das ist der Dirt. Oh, wir haben einen Schmutz mitgenommen. Ja, okay. Also gucken wir nochmal, dass wir nochmal eventuell burlappen können. Jetzt haben wir ein bisschen, seht ihr, von 2 Bäumen. Also das ist schon eine Menge Holz, die man da kriegt. Das wäre natürlich schön, wenn wir... 13 haben wir nochmal. Wo haben wir den Rest? Oder hatten wir den schon umgelappt quasi? Nee, 3 erst. Okay, das sind 6. Das ist jetzt nicht viel. Hat man nicht noch zufällig was übrig? Irgendwo? Nö, ich glaube nicht, ne? Nö. Ja, gut, dann können wir jetzt noch nicht wirklich burlappen. Das wird noch nicht funktionieren. Aber, haha, wir warten auf unsere... Genau, auf unsere Traveler's Boots. Denn ich möchte endlich... wenn ich ehrlich bin, High-Step haben. Das ist mir echt wichtig, weil dieses ewige rauf und runter jumpen ist, wenn du läufst, nervend. Und deswegen, ich mag die Traverse Gear E von Tinker's Construct. Da hast du ja die Boots, die Weste, und wenn du unter die Boots, wenn du die upgradest und machst da irgendwie so Wasserrosenblätter oder sowas drunter, kannst du auf Wasser laufen. Und wenn du die Weste hast, ja, dann kannst du nämlich schnell über Wasser laufen und dann wären wir nämlich quasi Jesus, haha. Ja, hallo, ich glaube, ich nenne diese Folge Patchwork Nummer 3, denn wie ihr seht, schneiden wir hier mal wieder, oder ich schneide mir hier mal wieder einiges zusammen. Genau, jetzt nehmen wir erstmal unser Leder, wie schon vorab angekündigt, werden wir jetzt, wir werden jetzt anfangen mit der heiligen
Travelers gehe, wozu später auch noch, wir brauchen Fäden, nicht nur Leder. Genau, wir brauchen nämlich das, da können wir auch den Burlap zu nehmen, das brauchen wir und die Fäden und jawohl, wir haben, ja, was haben wir denn? Yes! Wir haben die Traveler's Boots, jawohl, von Tinker's Construct. Und jetzt haben wir nämlich High Step, jawohl, High Step, We Step, High Step, We Step, High Step, We Step, High Step, yeah, 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 yeah. Ja, das heißt, wir müssen jetzt nicht jedes Mal jumpen und wir nehmen jetzt einfach mal ein bisschen Holz mit. Zur Feier des Tages nehmen wir einfach mal Eichenholz mit, weil wir jetzt High Step haben. Das wird eventuell in den nächsten 2-3 Folgen des Öfteren kommen, dass ich einfach mal spontan darauf hinweise, dass wir jetzt endlich High Step haben, damit wir nicht jedes Mal die Leertaste drücken müssen, wenn wir irgendwo herlaufen, was ich sehr, sehr positiv finde. Natürlich ist der Nachteil, dass wir jetzt noch keine Tinker-Tische haben, ne? Dass wir die jetzt also, man kann ja als Upgrade Moos draufpacken, also Moossteine holen und dann, wenn man Moos draufpackt, dann wird auf jeden Fall hier diese Traveler's Gear von Tinkers, was ja 4 Teile beinhaltet, also die Schuhe, die Weste und das andere habe ich jetzt vergessen, die Brille, ne? Es gibt Goggles, gibt es, damit kann man dann weit sehen, also Zoom machen, also in die Ferne schauen. Und es gibt Flügel, Tinkerwings, und damit hat man dann Featherfall, sowas in der Richtung, also dass man nicht mehr stürzen kann so schnell. Genau, ja. Warum ich übrigens jetzt hier zwischendurch, deswegen, ich nenne das, glaube ich, hier, weiß gar nicht, was ich gerade schon erzählt habe, auf jeden Fall wahrscheinlich Patchwork Nummer 3 ist, dass halt unheimlich viel, nicht viel, aber ich habe unheimlich einiges aufgenommen, musste aber feststellen, dass das jetzt nicht unbedingt das Spannendste war zum Kommentieren auch, muss man auch dazu sagen. Es fällt einem ja nicht immer was ein, und gerade wenn man hochkonzentrierte Dinge macht, wie darauf zu warten, dass Baumwolle endlich wächst, was natürlich einen Riesenspaß ergibt. Wie ihr seht, ich habe einiges gemacht. Also ich habe schon Dinge eingeschmolzen und, alles nebenbei. Dann ist es natürlich so, dass diese spannungsgeladenen Szenen, die muss ich natürlich rausschneiden, da diese Videos um 17.45 Uhr hochgeladen werden und ich die nicht ab 18 markieren möchte. Und deswegen habe ich beschlossen, dieses spannungsgeladene, dieses, ach guck mal, gleich ist die Baumwolle fertig, ungefähr noch eine halbe Stunde. Dieses Nervenaufreibende, das wollte ich halt verhindern. Und deswegen habe ich das natürlich rausgeschnitten, damit ihr da, also ihr sollt ja entspannt sein, wenn die Folge rauskommt und ihr sie gesehen habt und nicht irgendwie noch schlaflose Nächte bekommen. Nach dem Motto, hoffentlich kommt Freddy Krueger nicht. Ja, genau. So, und deswegen habe ich einiges wirklich rausgeschnitten, was dann hier wirklich Wartezeiten war, die ich verbracht habe. Und auch zwischendurch durchdacht, also nicht durchdacht, sondern darüber nachgedacht habe, wie wir das jetzt hier weitermachen. Wie ihr seht, wir grasen einfach noch ein paar Felder ab, damit das Ganze, also quasi mein Labern wird jetzt untermalt von Feldern. Genau, so. Und ich konnte, da habe ich schon wieder was kaputt gemacht. Super, ich konzentriere mich natürlich gar nicht drauf, was ich hier gerade mache, was super ist. Deswegen passieren die ganzen Fehler. No. Ja, genau. Und jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den ersten Traveler-Teil. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir bald, oh, die Ananas ist auch schon fertig. Einiges wächst jetzt doch schon, seht ihr? Genau, und das sind halt die Momente, die könnte man natürlich jetzt wahnsinnig gut, was ich gerade schon gesagt habe, reinschneiden, aber halte ich jetzt nicht für sinnvoll. Deswegen wird das wahrscheinlich so die dritte Patchwork-Folge sein. Wir hatten ja, glaube ich, schon 2 davor. Entschuldigung, wo ich einfach mal ein paar... Na, war bei einer forsch. Na, da war einer beim Pflücken schon die Harke geschwungen. Ja, okay, also weg mit der Energie. Genau, und deswegen, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja. Okay, wunderbar. Dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Wir tun so, als ob nichts passiert wäre. Und schauen einfach mal, was uns die Folge so noch bringt. Genau, würde ich mal so sagen. Ja, dann tun wir jetzt mal schauen, hör mal. Genau, werden wir auf jeden Fall machen. Und hier noch was rumordnen, da noch was wegordnen, da noch was hinordnen. Wir haben echt mittlerweile einiges zu essen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, dass wir da jetzt auch nicht mehr ganz so dürftig dastehen. Wir haben noch einen Lappen, um Burlap zu machen. Einen Burlappen haben wir noch übrig. Ja, okay, ich weiß auch nicht, warum wir die ganze Zeit Zombiefleisch haben. Das brauchen wir jetzt im Moment wirklich nicht. Ich weiß eh nicht, wofür man es wirklich braucht. Es gibt wohl einen Generator irgendwo, das haben wir gesehen, der mit verwestem
Rad, Unrat, verwestem Rad, keine Ahnung, ob nach Unrat Rad kommt, funktioniert aber, das brauchen wir jetzt noch nicht. Wir haben ja nicht mal andeutungsweise Strom. Oh, wir haben einen Lederlappen, das ist sehr gut. Und ein Federchen, das ist noch besser. Ja, und wir haben immer noch, ja, das lassen wir jetzt mal so liegen, dass die Bäume sich selber einpflanzen. Genau, da müssen wir jetzt nicht alles einsammeln. Stöcke haben wir, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und dann, ja, gucken wir mal weiter. Ja. So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Ich glaube, ich werde noch zwischendurch. Ey, oh, es freest. Ja, genau, wir haben ein Leder noch. Wir brauchen auf jeden Fall noch mindestens ein bis zwei Rucksäcke, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, ich werde mal gucken, dass ich zwischendurch nochmal, weil wir haben jetzt auch noch ein paar Knochen, dass wir noch ein bisschen Burlap machen und gucken, dass wir die Falle nochmal aufstocken, also die Tierfalle nochmal mit Ködern aufstocken. Dass wir mal ein paar ordentliche Lederstücke jetzt hier zusammenkriegen, dass das mal ein bisschen leicht fördern geht. Das wäre jetzt so mal die Grundidee. Genau, okay. Genau, hier gucken wir mal. Bin nicht sicher, ob das Holz passt. Das sieht aber ein bisschen besser aus. Die Idee ist ja, dass wir das Holz hier dran machen. So wie so Säulen zum Beispiel. Also die Vorderfront soll ja eigentlich weg. Genau, also nicht so sein, wie sie jetzt ist, weil das sieht unmöglich aus, genau. Und wir haben ja, Entschuldigung, an der Seite haben wir ja das, ne, nicht Pinienholz, wie heißt die Kacke? Wir müssen ein Dach machen, das ist dumme. Aber eigentlich, für den Fall, dass das Ganze jetzt, Entschuldigung, ich muss mal einmal kurz, ganz kurz, Hüsten, ja, glaube ich. Entschuldigung, ich konnte jetzt nicht schnell genug muten. Okay, genau, die Idee ist, dass wir eventuell mit dem Holz, sorry, das Dach machen und außen sozusagen wie so Säulen bauen und dass wir vielleicht noch eine zweite Etage drauf bauen können. Ja, das ist so die Idee so ein bisschen. Und deswegen machen wir jetzt mal, weil das sieht ja so aus, als ob wir hier so, das sieht nicht nur so aus, es ist eigentlich so, dass wir jetzt hier seit Folge 1 nicht so wirklich vorankommen. Und wenn das Ganze jetzt vielleicht auch so ein bisschen, wo packe ich die Scheiße denn hin? Nee, das ist blöd. Wir wollen eine Doppelkiste machen. Genau. Können wir das schon mal reinpacken? Und das brauchen wir noch nicht. Genau. Vielleicht jetzt ein Hauch hektisch wirkt, liegt das daran, dass ich so zwei Gedankenstränge zurzeit im Kopf habe. Nämlich, wo habe ich denn jetzt? Genau. Das Boot. Wer sich erinnert, da muss man jetzt wirklich alt für sein. 1980, 81, Herr Grünemann, das Boot. Jürgen Prochnow, genau. Das Boot. Ja, weil ich komme aus dem Bochum und ich bin tief im Westen. Ja. Wo die Sonne verschobt. Und deswegen ist besser. Viel besser als man glaubt. Im Westen. Jungle Boot war es. Genau, richtig. Jungle Boot haben wir am Boden. Genau. Und die Idee ist jetzt, die Frage ist jetzt, ob wir das. Mein Gott, das ist. Hat aber leichte Frame Drops gerade hier. Ob wir das Jungle Boot am Boden lassen oder doch lieber über das Boot gehen, um zu gucken, wie das dann wirkt. Wirkt, genau. So. Jetzt können wir das wieder zurückpacken. Genau, weil das war nämlich, ja, und jetzt seht ihr, welche Ideen ich habe. Also, ehrlich gesagt, noch keine große, das muss ich auch dazu sagen. Also, hier ist nichts wirklich riesig geplant oder so. Genau, wir machen nämlich einmal eine Kiste, die nennen wir einfach Hausumbau. Nee, die nennen wir Hausumbatz. Genau, das hätte ich stehen lassen müssen, genau. Was machen Sie denn heute? Ja, ich bin ein Architekt und was planen Sie? So, ja, Hausumbatze. Ja. Also wir machen eine Hausumbatz, das ist eine Kiste und wir werden eventuell noch eine andere Kiste machen, da bin ich mir aber noch nicht ganz so sicher. Genau, weil zum einen ist, ja, ich bin noch ein bisschen jetzt im Moment, weiß nicht genau, was ich machen soll. Wie gesagt, ich würde jetzt gerne ein Dach bauen, aber ich glaube, wir stehen schon wieder draußen. Hä, wir können reinlaufen? Oh, das ist ja mal spannend. Wenn wir aufwachen, stehen wir zwischen den Scheiben und können entscheiden, ob wir rein oder rausgehen. Das finde ich immer spannend. So, jetzt machen wir nämlich noch hier, wo ist es? Nee.
Wir machen Stein, genau. Steinboden, Steinaußenwände, genau. Das ist alles für den Hausumbatz. Oh, das können wir gar nicht schisseln. Das ist ja Schissel. Ja. Ja. Also wir haben jetzt schon mal ein bisschen Holz drin, weil ich will das Haus irgendwie, ich will das jetzt eigentlich von innen her nicht. Ich will gucken, dass wir es von außen ein bisschen machen. Also die, das soll so bleiben. Und die Etage obendrauf soll ein bisschen breiter werden. Und oder wir machen da wirklich ein Dach drauf, dass wir das wirklich nur hier unten haben. Und gucken mal, wie wir den Röst bauen. Genau, das wäre jetzt auch noch eine sinnvolle Alternative. Ja, so. Genau. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Und sicher bin ich mir erst, wenn ich das... deswegen ist das alles so ein bisschen hier... es wirkt jetzt gerade, als ob ich wild durch die Gegend renne, was allerdings auch stimmt. Ich ordne einfach mal ein paar Sachen an. Ach, da steht ein Skelett draußen. Ich denke schon, was ist das denn? Ach, mit Uniform. Ach, wie süß. Mit Lederuniform. Was eine kleine Sau. Komm her, du. Ja. Ich hab einen Keller. Komm, du Ledersau. Jawohl. Gib ihm. Jawohl. Na, das Luder, hast du gesehen? Hat nur ein Oberteil angehabt. Haha. Die habe ich gegeben. Ein Lederskelett, ein Lederluder. Ja. Ja, sterben ist einfach, ne? Zumindest, wenn man eine Spinne in Minecraft ist. Okay. Ja, ich weiß. Es ist noch nicht so, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Das geht dir auch so, mein liebes Schaf? Ja. Ja. So, dann haben wir zumindest einen Hauch Action nebenbei. Genau, wir haben also ein Lederschaf getötet. Ein ludriges Lederschaf, würde ich mal sagen. Ein ludriges Lederschaf. Das würde ich mal so sehen. Haben wir, ja, hinübergebracht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie nennt man, fällt mir jetzt gerade so ein, so eine Folge. Ich hatte mir schon überlegt, ich nenne sie Patchwork, klar, aber irgendwas mit Tinker. Aber jetzt bin ich am Überlegen, nenne ich es einfach ludriges Lederskelett. Ja, das weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass... Ja, das schauen wir mal. Ansonsten, wenn ihr geschaut habt, dann...